reiner planwirtschaftlicher Sozialismus. Und es ist erschreckend, wie weit wir uns auf diesem Weg schon bewegen. Sehr geehrte Wähler, herzlich willkommen nach der sitzungsfreien Zeit wieder hier im September in Berlin. Ja, es ist Haushaltswoche, und aber nachher noch später mehr zum Haushalt. Vorher ein paar andere Sachen. Zunächst zu den absurdesten Vorstellungen in der sauren Gurkenzeit, was denn geäußert worden ist, wie man meint, das Klima retten zu können und diese politischen Forderungen. Umweltministerin Schulz hat angefangen, Ölheizungen gehören verboten. Ja, Ölheizung ist natürlich ein Dorn im Auge, ein Individuum, ein liberaler Bürger, der für sich selber vorsorgt und sich eine Reserve anlegt, damit er selber durch den Winter kommt, anstatt am abschaltbaren Netz des Gases ohne des Stromes zu hängen, wo ihm jederzeit der Stecker gezogen werden kann im Winter. Das ist natürlich den Sozialisten ein Dorn im Auge. Ganz zu schweigen natürlich, dass die Regierung gerne 19% von jedem neu verkauften Heizung einstreichen würde, die fällig wird, wenn man die alte rausschmeißt. Der nächste Vorschlag, Plastiktüten gehören ganz verboten. Nun, der Einzelhandel hat in Anregung der verschiedenen Umweltminister in den letzten 7 Jahren 2/3 aller Plastiktüten eingespart. Deutschland ist mit 24 Tüten pro Kopf weit unter der EU-Vorgabe, die 40 Tüten pro Kopf und Jahr eigentlich vorsieht. Das heißt, die Deutschen haben wieder einmal übererfüllt. Zur Belohnung gibt es von Frau Schulze das Verbot. Dabei bringt das in Klimafragen überhaupt gar nichts. Denn eine Plastiktüte, die in Deutschland in der Regel nicht in der Umwelt landet und nicht im Meer, wird am Ende ihrer Lebenszeit über den Plastikrecycling entsorgt und kommt so entweder wieder zurück als ein Plastikprodukt oder wird thermisch im Kraftwerk zu Energie gemacht und ersetzt dort Gas oder Kohle. Oder sie ersetzt frisches Erdöl, was dann in der Kunststoffindustrie wieder eingesetzt werden würde. Das heißt, unter Klimagesichtspunkten kompletter Schwachsinn, unter Artenschutz und meeresbiologischen Gründen auch kompletter Populismus. Nächster Vorschlag der Union in der CSU aus Bayern. Ja, Lkw-Maut soll teurer werden, die Bahn soll entlastet werden. Das Spiel kennen wir seit Jahren dabei. Die Bahn fährt am Anschlag, die Bahn ist marode. 80 Milliarden Subventionen oder Investitionen wären nötig, um die Bahn wieder auf Vordermann zu bringen. Die Züge sind überfüllt und fast kaum ein Zug kommt aus, ohne irgendeinen Defekt irgendwo hinzufahren. Des Weiteren Lkw-Maut erhöhen. Ja, was transportieren diese Lkws? Sie transportieren ihre Güter des täglichen Bedarfs. Wenn die Lkw-Maut teurer wird, werden ihre Güter des täglichen Bedarfs, Butter, Zucker, Mehl und so weiter, teurer und sie zahlen dann über diese Lkw-Maut die feuchten Träume der CSU in Bayern. Und den kompletten Vogel abschießt Alexander Dobrindt von der CSU. Er fordert, man soll Billigflüge unter 50 Euro mit einer Strafsteuer belegen. Das hätte mehrere Auswirkungen. Erstens, es gibt keinen Billigflug mehr unter 50 Euro. Das wäre einfach das Limit für die Fluggesellschaften. Herr Dobrindt würde diese Steuer niemals nicht eintreiben können, hätte also lediglich den Verwaltungsaufwand seiner Behörden, also mehr Kosten. Drittens, der Flug fliegt sowieso, denn diese Billigtickets werden erst dann abgegeben, wenn die Fluglinie über die regulären Ticketverkäufe diesen Flug quasi bereits finanziert hat. Das heißt, diese Preise dienen dazu, leere Sitze aufzufüllen, und das ist eigentlich im Sinne der Umwelt, weil dann im gleichen Flug mehr Leute transportiert, die dann eventuell die gleiche Strecke mit dem Auto fahren würden, wenn der Flug teurer werden würde. Das heißt, das ist keine Win-Win-Win, das ist eine Lose-Lose-Lose-Situation, was Herr Alexander Dobrindt hier vorschlägt. Worauf wird es leider hinauslaufen? Am Ende wird es aller Wahrscheinlichkeit nach, so sind die Zeichen hier, hinauslaufen auf einen Zwangspreis für CO2, pro Tonne CO2, das heißt, alle Dinge des Lebens werden teurer. Alle? Nicht ganz alle. Einige politisch gesteuerte Sektoren werden einfach davon ausgenommen, es wird behauptet werden, diese Dinge des täglichen Lebens, zum Beispiel ein Elektroauto, zum Beispiel eine Solarthermieanlage, zum Beispiel eine Elektroroller vielleicht, diese wären CO2-neutral und werden davon ausgenommen von dieser CO2-Abgabe. Das heißt, wir bewegen uns in ein planwirtschaftliches Szenario, sozialistisches Szenario rein, wo der Staat über die CO2-Befreiung vorgeben kann, welche Produkte für den Konsumenten erwünscht sind und welche verteuert werden müssen, weil sie angeblich das Klima schädigen. Das ist eine komplette Abkehr von einem freien, liberalen, bürgerlichen Staat. Das ist reiner planwirtschaftlicher Sozialismus, und es ist erschreckend, wie weit wir uns auf diesem Weg schon bewegen. Von der CO2-Abgabe zurück zum Haushalt. Der Haushalt von Olaf Scholz hat ja noch einige vage Positionen. Das sind die Klimagelder, die im jetzigen Haushaltsentwurf noch nicht enthalten sind. Darüber wird im 20. September vom sogenannten Klimakabinett abgestimmt. Ein Klimakabinett im Übrigen, das keinerlei Rechtfertigung aus irgendeinem Grundgesetz hätte. Es handelt sich um eine rein willkürliche Zusammenstellung von irgendwelchen Ministern. Punktgenau zum 20. September ist ja auch die sozialistische Klimajugend am Start. Sie wird die Stichworte geben,
und einfordern, damit die Politiker die Rechtfertigung haben, hier sehr viel Geld von Ihnen, vom Steuerzahler, für unnütze ideologische Projekte aufzuwenden, für die Sie am Ende außer Mehrkosten und einer Einschränkung Ihrer persönlichen individuellen Mobilität und einem möglichen Arbeitsplatzverlust nichts haben werden. Und punktgenau dazu werden die in freiwilliger Selbstzensur verharrenden Medien hergehen und werden die Forderungen rechtfertigen und werden diese Ausgaben rechtfertigen und werden für den einen oder anderen Politiker vielleicht auch ein kleines Zuckerli und einen kleinen Schulterklopfer haben, wie sehr und wie wunderbar sich diese Politiker doch einsetzen und dem Volk weitere Bürden abverlangen. Darüber werde ich Ihnen dann in der kommenden Sitzungswoche aus Berlin berichten, was am 20. September geschah. Für den Fall, dass Sie selber mal über die Straßen Berlins wollen, wir haben vom 27. November bis zum 30. November eine Berlin-Fahrt anzubieten. Einen Link dazu finden Sie unten unterhalb des Videos. Da kann man sich anmelden und an der Berlin-Fahrt teilnehmen. Bis dahin verbleibe ich bis zur nächsten Sitzungswoche, eine reguläre Sitzungswoche mit Ausschuss und mit Plenum. Und ich freue mich schon, Ihnen darüber zu berichten. Bis dahin vielen Dank und auf Wiedersehen.